Wir sind schon dran, glaube ich. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin der Holger. Ich bin der Linus. Und wir sind hier, um euch von den Shoemates zu berichten. Diese wunderschönen Schuhe, die ihr hier eben an meinem Fuß gesehen habt und die hier vor uns liegen. Shoemates ist eine Firma, sind zwei Jungs, die sich in Passau beim Studium kennengelernt haben. Der Marc und der Ubaid. Und die haben zwei Projekte. Das eine Projekt ist Headmates, das sind Bommelmützen und Mützen ohne Bommel, die haben wir auch im Shop. Und das andere Projekt sind die Shoemates. Die Shoemates sind diese wunderschönen Schuhe, die wir euch jetzt vorstellen. Und der Linus wird uns gleich erzählen, was aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten an den Schuhen cool ist. Die Schuhe selbst sind aus einem sehr, sehr dicken, sehr festen Baumwollstoff, also sehr hochwertig verarbeitet. Wenn man hier mal genau drauf schaut, dann sieht man hier die Nähte, man sieht, es ist wirklich ein super festes Material, fühlt sich auch am Fuß sehr gut an. Wir haben hier so hochwertige Details wie das Shoemates Logo hier auf der Seite. Die Innensohle ist aus Schweinsleder, das heißt, die ist sehr atmungsaktiv, die hilft beim Atmen. Die Sohle ist aus Gummi, das heißt, die ist wasserdicht. Und wir haben hier unten an der Sohle auch ein schönes Detail hier, diesen Shoemates Abnäher. Das Design orientiert sich an einem asiatischen Schuh, an so einem asiatischen Slipper, wenn man so will. Wir haben hier diese dicken Nähte drüber, die man aber jetzt innen, also ich habe den Schuh ja auch gerade an, nicht irgendwie unangenehm spüren würde. Ich trage so Schuhe sogar privat gerne von einem anderen Hersteller und muss sagen, der nächste wird dann tatsächlich so einer werden, weil der Stoff ist einfach viel dicker. Also die fühlen sich so an, als könnte man die ewig anhaben. Und als ob die auch ein gelungenes Zwischending sind zwischen jetzt einem Sommerschuh und einem Flipflop, weil sie sind halt oben offen, die atmen ganz gut. Aber sie sind halt fest und belastbar und haben einen festen Stoff. Und über diesen Gummieinsetzer hier vorne, weiß nicht, ob man den auf der Kamera auch sieht hier zum Beispiel, über diesen Gummieinsetzer arbeiten die sehr schön mit dem Fuß und die Hersteller sagen sogar, dass sich der Schuh innerhalb von 5 Stunden an das Trittprofil des Trägers anpasst und dann ist das mein persönlicher angepasster Schuh. Auch hier innen drin sehr gut verarbeitet, sieht man an der Sohle, hier sind Abnäher drin, die Sohle kann man nicht rausnehmen, die ist fest. Und so sieht der Shoemates-Schuh aus. So, und jetzt kommt der Linus ins Spiel, der Nachhaltigkeitsexperte, ja. Der sagt, warum sind die denn eigentlich so cool, diese Schuhe? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie bequem sind und anständig verarbeitet. Also das Schöne und das Nachhaltige an Shoemates ist, dass für jedes Paar verkaufte Schuhe ein paar Schuhe gespendet werden. Und zwar an Schulkinder zwischen 5 und 15 Jahren in Afghanistan. Aber nicht so ein Schuh, sondern ein Schuh, den man als Schulkind in Afghanistan braucht. Ja, einen robusten Schuh, der ein robuster Lederschuh, wenn ich mich nicht täusche, der allen Anforderungen genügt. Die viele Kinder haben dort keine Schuhe, weil sie sich nicht leisten können, weil die Eltern sich nicht leisten können. Und der Spendenschuh wird in Afghanistan noch hergestellt über einen Schuhhersteller, der über eine lokale Menschenrechtsorganisation gefunden wurde. Die lokale Menschenrechtsorganisation verteilt auch die Schuhe dann an Schulen, in Moscheen. Und wenn man so einen Schuh kauft, weiß man, dass dann auch ein Kind dort gleichzeitig ein paar Schuhe bekommen hat. Das cool. Ist das Konzept und ja, das Schöne. Cool. Also an der Stelle vielleicht noch diese One-plus-One-Konzepte gibt es ja einige. Und wir achten da bei Monago drauf, dass es Konzepte sind, die dafür sorgen, dass zum Beispiel eben jetzt wie in dem Fall lokal gefertigt wird. Die One-plus-One-Konzepte, die können schlecht implementiert sein. Dann würden, wenn die jetzt die Schuhe für die Kinder nicht in Afghanistan herstellen lassen würden, sondern die importieren würden, dann wäre das natürlich schlecht für die Wirtschaft dort vor Ort, weil externe Hilfsgüter reinkommen und so könnte dann die Wirtschaft in Afghanistan nicht aufgebaut werden. Auf die Art und Weise schafft man dort vor Ort eine Nachfrage
Die Kinder können zur Schule gehen, das ist natürlich sehr wichtig. Afghanistan, weiß man, da, ohne Schuhe würde ich da nicht laufen wollen. Also das ist nicht so, dass da die Gehwege aus Marmor wären oder besonders glatt wären. Und gleichzeitig wird eben dort vor Ort, werden Arbeitsplätze geschaffen und wird Nachfrage an dem Schuhsektor gezeigt. Wir finden die Schuhe sehr toll. Wir haben die in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen im Shop. Die sind für Jungs wie für Mädels tragbar. Die sehen jetzt, weiß nicht, ich finde, die sehen so eher feminin aus, aber tatsächlich, also ich trage... Kannst du deinen nochmal zeigen? Ja, ich hoffe, der sieht nicht so feminin aus. Aber ich trage die sehr gerne. Ist jetzt natürlich hier alles hochgekrempelt, damit man den schön sieht. Ich trage das sehr gerne, das ist super bequem. Ich finde, es ist ein ganz toller Übergangsschuh. Weil ich trage halt keine Flipflops. Ich bin total kitzig an den Füßen und außerdem habe ich nicht gerne kalte Füße und das ist ein ganz prima Übergangsschuh, insbesondere wenn man gerne seinen Spann zeigt. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das ist der Schuhmate bei monago.com im Online-Nachhaltigkeitskaufhaus zu kaufen, versandkostenfrei. Viel Spaß beim Einkaufen. Ciao. Tschüss.